Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Rising World. Etwas Rust gesagt. Der Troplay, der hat sich da hinten irgendwo versteckt. Der Sanrillas baut uns heute eine Festung. Ja. Und, ganz cool. Der Henki, ich weiß gar nicht, was der Henki heute macht. Ich werde weiter in meiner Höhle, sage ich jetzt mal graben. Also in der Hobbithöhle. Auch der Henki grabt weiter an seiner Hobbithöhle. So, und der Droh und ich, wir machen was ganz Cooles heute. Ich drück erstmal wieder L. Wir bauen nämlich ein U-Bahn-Netz sozusagen durch die ganze Stadt und wir bauen uns als erstes zum Chili Willy, den er ja gestern sein unglaublich tolles Haus gesehen hat. Die Chili. Oh verdammt, ich komme hier nicht raus. So. Also das erste, was wohl bei mir in der Folge jetzt zu sehen sein wird, ist jede Menge Gras wegmachen, damit ich meinen Bauplatz habe. Das Gras bringst du dann bei mir Stein. Ich nicht jede Menge Stein. Aber Pox, so, ne? Wir teilen uns den Gewinn. Ja, warte mal, wie Gras wegmachen? Und wie Gras dann? Oh, Pox, wir kommen jetzt hoch, glaube ich. Ja. Man kann da Gras neu anpflanzen? Nein, noch nicht. Ach so. Pox, ich würde sagen, wir gehen hier eine Etage runter, oder? Ja, aber hier schon, weil guck mal. Ja. Dachte jetzt gerade, hey, geht das? Okay, mache ich auch. Sind wir ein bisschen zu weit? Ja, jetzt habe ich natürlich keine Steine, um da noch eine Treppe hinzubauen, aber egal. Hm. Kommt schon. Oh, perfekt. Ja, nur die Frage, wie bald mache ich das Ganze? Das muss man selber wissen. Wir können hier nicht höher. Schlecht. Oh. Wir müssten von Anfang an schon eins weiter runter tun. Ja, können wir ja. Das wird so eine Arbeit. Ich grab einfach mal hinten jetzt weiter. Wir sehen es ja dann, wie es sich rausgeht. Ja. Dann weiß ich gar nicht, was ich hier unten hinmachen soll. Mann. Also mal ganz im Ernst, denke ich. Ich hätte jetzt gedacht, du bist so kreativ. Aber in einer Höhle. Sonst guck doch eben, wie ich meine gemacht habe. Hatte er jetzt die Gänge 2 breit oder hatte er die Gänge jetzt 3 breit gehabt, Pox? 3 breit. Ich habe extra die Dreierbreite hier gemacht. Ja, aber ob er die so hatte? Ist doch egal. Es war aber auch eine Dreierbreite, weil... Die Tür war ja 2. Ich habe ja ein bisschen deine Höhle gesehen. Ja, der hatte da noch so... Passt schon. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt nicht beim Henki irgendwo raus, sondern wir uns hier ein bisschen... Nein, passt schon nicht. Ansonsten einfach zugraben. Nee, Henki ist ja rechts von uns. Ja. Nein, links. Nein, rechts. Henki. Ist doch egal. Ah. Von uns aus bist du rechts, Henki. Eindeutig, zweideutig. Ah, verdammt. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Man, viel ist ja so, wie ich sage, aber das zur Abwechslung mal nicht. Nein, nicht. So. Oh, war ja. Also, hier sollte ich dann wirklich gleich noch viel früher wahrscheinlich eine Etage runter. Soll ich euch mal was sagen? Ich wünsche mir gerade irgendwie ein Sichlor, das das hier für mich macht. Ein Sichlor? Ach so. Ja. Das Pflanzen-Pokémon. Sichlor ist ein Käfer. Oh. Wo bin ich eigentlich? Käfer-Pokémon. Trotzdem. Ja. Oh. Mein Gott. Es ist im wilden Gras zu finden. Wald. Was? Wir sind gerade erstmal unter unserem Wald durch. Hab hier ausgesehen. Aber Droh, könnten wir das Loch hier vielleicht so lassen? Dann könnten wir zwischendurch so Lüftungsschächte reinbauen. Können wir dann so Gitter oder sowas reinmachen? Ja, kommt auf an, wo wir halt sind. Ja, jetzt sind wir gerade am Wald vorbei. Am Wald? Ach, erst da. Ja, dachte ich mir auch gerade. Okay. Ja, können wir ja dann machen für die Straße zum Beispiel. Können wir dann so ein Gitter reinmachen oder so? Ja, genau, zum Beispiel. Perfekt. So, dann jetzt hier wieder weg. Hast du eigentlich jetzt mittlerweile Stein? Du solltest eigentlich tiefer gehen, Pox, und nicht höher. Ja, ich werde immer höher, gell. Boah, das überlasse ich dir, wenn du dann mit der Straße kommst. Ich hab Stein. Möchtest du? Oh. Ja, ich brauche ja nicht so viel für die Treppe. Warte, ich komme mal zu dir. Ich bin jetzt gerade... Warte, brauchst du doch nicht. Warte. Mann, Pox. Nervensäge. Er hat dich doch nur lieb. Oh, Mist. Ich hab mehr Erde wie Stein irgendwie, aber Erde funktioniert auch, oder? Habe ich das letztes Mal richtig verstanden? Genau, Erde funktioniert auch. So, 64 Treppen habe ich jetzt, passt. Jo, dann guck mal hinter dich. Oh. Ich kann's... muss ich jetzt extra alles separat einsammeln. Ich glaube, wir sollten uns dann so eine Werkbank vielleicht unten in den Keller packen. Das wäre nicht schlecht, ja. Einfach nur, weil wir es können.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Also für mich wäre es eine Blockbank. Ja, eine Blockbank, meinen wir ja. So. Aber das, was wir heute hier anfangen, das werden wir auf jeden Fall offscreen beenden, weil mehr wie eine Folge möchte ich damit, ganz ehrlich gesagt, nicht füllen. Ach, warum denn nicht, Pox? Ein gutes Stück Arbeit. Ja. So, jetzt komm, ich hab auch Tage und Wochen investiert in meine Höhle. Kannst du auch. Moment. Wo bin ich da? Hey. So, Pox, jetzt bin ich hier schon mal eine Etage tiefer, ne? Ja. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Oh mein Gott, der weiß hat jetzt, eine Idee. Wo ich mein Lager mache. Pass auf, dass das Gehirn nicht kaputt geht oder so dabei bei der Idee. Ah, passiert schon nicht. Alles in Stimmung. Oh, verdammt. Haben wir oben unser Gras zerstört, aber das soll ja bald wieder wachsen. Hoffen wir mal, das ist wirklich so schnell wie möglich cool. Einfügen. Ja. Ist ich immer zu Pox? Das ist echt knapp, ne? Zu Toro. Ja, viel ist es nicht, aber es sollte so reichen. Ich würde auch sagen, wenn wir so Löcher haben, dann lassen wir jetzt im ersten Moment mal offen und füllen sie dann von unten. Ja. Hier zwei Schiffe von oben, seid ihr? Meine ich ja. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wirklich etwas komplett rund zu bauen oder soll ich bei eckig bleiben? Komplett rund. Soll ich hier oben das mal zumachen? Gut, dann bleibe ich bei eckig. Weil entweder ganz rund oder nicht. Naja. Du könntest in die Ecken immer noch so Abrundungen setzen. Ja, aber ich weiß halt nicht, wie ich das ganz realisieren soll bei dem Turm, den ich hier vorhab. Ja, dein Turm, der hat Dreiecken. Dreiecken hat dein Turm und hätte er nicht Dreiecken, dann wäre es nicht dein Turm. Das ist ein bisschen doof oben. Du, es muss nicht hundertprozentig gerade sein, ne? Das weißt du. Okay. Alles klar, auch wenn so ein Berg da auf einmal ist. Na, dann nimmst du die Hake. Da mache ich aber Gras weg. Ja, das ist dann halt so. Okay. Irgendwann wird das Gras nachwachsen. Wächst Gras alles über die Sache. lass mir erstmal Gras über die Sache wachsen und sprechen dann weiter. Genau. Pox. Was denn? Das war mein Sprung gerade. Oh, perfekt. Nee, Pox. Nein, du hast gesagt, irgendwann wächst Gras drüber. Ich hab's weiter ausgeformt, ja. Ja, okay, komm. Oh, du hast schon wieder was weggemacht. Ja, sorry, das hat hier unten durchgeguckt. War ich nicht. Alles in grüner Butter. Alles in grüner Butter? Ja. Wir sind fast da. Oh. Achso. In gefühlt 5 Kilometer. So, warte mal, hier bin ich jetzt eine Etage tiefer. Das heißt doch, jetzt könnte ich doch hier auch schon eine Etage tiefer, oder? Ah ne, ich muss hier noch einen weiter. Enki, tut mir leid, ich muss hier noch mal ein bisschen aufmachen. Kümmer du dich doch erstmal um deine Hobbithöhle weiter. Henki! Warum sag ich muss da aufmachen, wenn du jetzt hier mir das wieder zumachst? War gut. Weil es Henki ist. Weißt du, Droh, was wir hätten machen sollen? Dann lass mich das einfach mal auf. Wir hätten uns bei unter die anfangen. Straße graben. Dass wir den Tunnel die ganze Zeit unter der Straße haben. Ja, genau. Ihr könnt das ja wieder zugraben. Ja, klar. Nee, Box, das wäre ja dann zu einfach. Achso. Vielleicht kann man da Blockmann. Auch noch eine Kanalisation hinbauen. Nein. Aber die machen wir dann kleiner, ne? Die bauen wir dann wirklich nur mit F2 und machen sie nur... Ist passiert. Wirklich ein... Also, wenn du nur einmal dagegen haust, praktisch, ne? So. Wieso? Wollen wir keine Turtles da drin haben? Ach so. B-Turtles. Aber nur wenn die dann uns immer Pizza bringen. Ich weiß, die haben den gegessen. Wer hat hier ein Schwein umgebracht? Henki, du weißt jetzt nicht, was die mit Turtles meinen? Boah. Henki, weißt du jetzt wirklich nicht, was die mit Turtles meinen? Nein. Also, ich kann mir was vorstellen aus Minecraft. Ja. Turtle gibt zu Code ein, macht automatisch für dich. Kennst du nicht die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja doch. Aber ja, also. Ja, Kanalisation? Wo haben die ihn gelöst? Und Pox macht den Splinter. Was? Pox macht den Splinter? Never. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ich muss ehrlich sagen, der hat doch bestimmt auch irgendeinen bekannten Spruch gehabt oder so, aber ich...
Meine Kindheit war scheiße, eigentlich nicht. Der hatte dauernd irgendwelche anderen, weil er die lehren musste, aber. Er hatte immer irgendwelche. Er hat ja immer noch. Es gibt ja immer noch die Turtles, ne? Die Animationsserie. Und ich gucke die richtig lieben gerne. Nein. Darum. Ja, aber das sind auch noch Sachen, ne? Die sind halt nicht vergleichbar im Gegensatz zu dem Quatsch, der heute läuft. Ja. Bro, da würde ich mit dir sogar das Streiten anfangen. Die Animationsserie ist nicht das gleiche wie früher. Ich finde sie sogar bei weitem besser, so leid es mir tut. Das ist das erste Mal, dass ich sage, dass wirklich die Animationsserie bei weitem besser ist. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon mal in Starforge irgendwann. Das mag sein. Welches Thema? Die Animationsserie von den Turtles und die, wohlgemerkt, die Frage ist halt, meinst du die Animationsserie oder diese anderen Abklatsche, die sie damals noch hatten? Die hatten ja damals noch diese etwas gefährlicheren Turtles, die dann fast schon wie, egal. Aber wo wir gerade von Turtles reden, hast du denn gerade, weil du dich ja auch für Turtles vielleicht doch so ein bisschen interessierst, oder einer von euch den Turtles-Film von Michael Bay gesehen? Nein. Nein, aber es hört sich irgendwie interessant an. Ernsthaft? Ich habe mir ernsthaft überlegt, reinzugehen und dachte mir, verdammt, Transformers war schon scheiße, lass es einfach. Lass dir die Erinnerung von früher und mach sie dir nicht kaputt. Nein, wo er recht hat, hat er recht. Da muss ich dir auch recht geben. Ich möchte nichts sagen, aber wenn man so auf das letzte Stück von dem Tunnel zuläuft, es gibt auch andere Sachen, die sehen so aus. Oh. Immer dieser Pox. Naja. Du guckst dir an. Du weißt, von was ich spreche. Oh. Perfekt. Oh ja. Nee. Oh nein, nicht perfekt. Oh nein. Also nein, wenn du hier. Ab hier. Hier so, da siehst du es. Echt jetzt gar nicht. Nee. Mir fällt da gar nichts dazu ein. Nee. Du bist verheiratet, du musst das kennen. Ich bin verheiratet und muss das kennen, aha. Vielleicht ist das ja der Grund, dass ich es nicht mehr kenne. Ah. Weißt du doch, ha? Er kann sich nur noch vage Erinnerungen. Ne? Ah, wie war denn das nochmal? A² plus B². Was denn? Vergiss das Chili. Wie war das? Tangente, Hypotenuse? Wer versteht das alles noch? Echt? So. Ich will gar nicht wissen, was ihr da unten gesehen habt, aber ich kann es mir vorstellen, wenn Pox so drauf anfängt. Ist Pox so? Minimal. Ist Pox ja, so? Ja, er ist so berechenbar. Berechenbar, wollte ich gerade ja sagen, ja. Ich bin nicht berechenbar. Nein! Du doch nicht. Ich würde das eher notgeil nennen. Das kann man. Ja, na, also sagen. Jetzt. Ja, liebe Zuschauer, das Thema ist jetzt natürlich stark am Schwanken, was hier die Qualität angeht. Du wolltest doch, dass das Niveau mal wieder sinkt, oder? War doch nicht was? Ja, singen, aber nicht singt. Also, du weißt doch, ich bin doch hier unser Gesangscoach für alle. Ja? Die nehmen ja alle Gesangsunterricht bei mir. Nein. Nein? Okay, schade. Mir bräuchte schon einen... Nein, es gibt keinen Lehrer, der mir das Singen beibringt. Komm hier irgendwie immer tiefer. Ja, tiefer ist nicht schlecht, also wenn du eine tiefe Stimme hast, ist das kein Problem. Ja, yeah, ne, wie war das? Bariton, Sopran! Tiefe Stimme ist nicht schlecht. Ich hab hier endlich bald mal einen Raum fertig. Weil eine tiefe Stimme höher kommt, oder wie? Ich sag also, nichts. Ich muss echt sagen, wir müssen in unsere Let's Plays allein für Pox schon den Song dauernd einfügen. Yeah. Oh, ich muss mir mal, das werde ich mal machen, die Tage. Ich stand drauf. Mein Launchpad hier mit anschließen, dann kann ich die ganze Zeit so Sounds mit abspielen nebenher. Musst du nicht hinterher mal einfügen. Aber, Leute, ich habe jetzt bei einem, ich habe mir mal gedacht, wir können ja mal so auch hier so ein paar kleine Challenges einbauen. Kleine, minimale, ja? Einfach nur so, Wett-Challenges, ja? Und da kam mir so die Idee, so... Wett-Challenges? Ja, nicht Wett-Challenges, ach man... Rätsel. Also wir stellen uns Fragen zum Beispiel. Fange ich mal so an. Pox, nennen wir in, sagen wir, wir haben 100 10 Sekunden. Nein, ja, ist so ungefähr, aber haben wir ja nicht, ne? Nennen wir in 10 Sekunden beispielsweise 4 Bundeskanzler. Helmut Kohl, Walter Scheel, Angela Merkel. Oh verdammt, Gerhard Schröder. Ich wollte gerade sagen. Ja, also sowas zum Beispiel. Dann machen wir da halt zwei verschiedene Teams.
Oh Gott, dann er weiß aber wenigstens was. Ich hätte nur gesagt Angela Merkel und mehr hätte keine Ahnung. Also, also man kann ja darüber schreiben, ob Angela Merkel Bundeskanzler ist. Also ich weiß eigentlich, dass sie Bundeskanzlerin ist, aber gut. Ach, ja, es ist das Gleiche. Und der Angelo, der Merte. Weiß schon. Solange er nicht Obama sagt, so alles tut die. Ja, aber was haltet ihr davon, ne? Gucken wir uns mal so Fragen aus und machen da mal eine Folge. Hm? Haben wir auch mal so ein bisschen was zum Lachen? Oder warte mal. Er fragt schon wieder seine Frau. Nein, ich frag nicht meine Frau, nenn mir in, sagen wir mal, 20 Sekunden 8 Ja-Produkte. Was? Na, wir können das. Kann einfach alles sagen. Schokolade, Milch, Kaffee, ja, Kakao. Schokolade, Milch, Kaffee, Apfelsaft. Alles, was es gibt. Ja, macht fast alles. Ja, macht alles. Darf ich jetzt nur mal kurz nachfragen, wie viel Geld hast du dafür gerade bekommen? Wieso? Jetzt könnte ich auch dann, könnte jemand im Gegenzug fragen, nenn mir 5 Haribo-Sorten. Haribo-Sorten? 5 Haribo-Sorten. Gummibärchen? Gummibärchen, Colorado. Gummibärchen, Cola-Fläschchen, Ach, das auch. Colorado. Truppi Frutti. Genau. Eins noch. Ah, fick. Ja? Scheiße, ne? Schlümpfe. Ja, aber trotzdem, ne? Ja, also so welche Sachen dann zum Beispiel. Und dann wäre das in dem Augenblick wieder legitim. Ja, solange keiner schön auf die Idee kommt, so wie meine Lehrerin zu fragen, wie lange die Rüstung einer Kaffeebohne dauert. Das meinte die ernsthaft. Daraufhin habe ich dann nur gefragt, Chibo oder Jakobs. Ja, gut. Liebe Zuschauer, was haltet ihr von der Idee, so eine kleine Quizrunde hier? Machen wir den Quiz Friday? Könnten wir eigentlich machen, oder? Haben wir eine Woche Zeit immer dann, weil wir jetzt auch Freitag hatten heute, eine Woche Zeit dann Fragen vorzubereiten. Ich würde sagen, jedes Team stellt 4 Fragen, das heißt also, jeder muss sich 2 Fragen aussuchen und wie viel Zeit nehmen wir? 15 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden? Es kommt auf die Frage an. Man sollte das dann in dem Augenblick pauschalisieren und dann selber mal messen, könnte ich das in den paar Sekunden sagen. Weil ansonsten finde ich das von den Regeln her ein bisschen ungleich. Weil wenn einer jetzt sagt, komm, nenn mir in einer Minute 5 Gleichungen, ja? Was weiß ich jetzt hier nicht, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? 5 Gleichungen von, sag ich jetzt mal, Einstein oder so, dann wüsste ich jetzt auch nicht, außer der einen. Außer der einen, ja. Die eine heißt? E gleich MC im Quadrat. Das hat aber schon lange gedauert. Nee, ich wollte deine Reaktion hören, wenn ich jetzt nichts sage. Okay, dann nennen wir ja in aber müsstest du jetzt 5 noch Minuten mehr die 3 newtischen Regeln. Ja, siehst du mich auch. Ja, also das müsste man halt dann doch schon differenzieren. Da würde ich sagen, 20 Sekunden ist 4, 15. Nochmal 15. In 15 Sekunden ist eine faire Zeit. So, wir haben ein Problem. Welches? Der Tunnel ist ja schon so relativ gerade, ne? Ja. Weil wir kommen hier hinten ziemlich weit runter. Echt? Mhm. Das heißt? Ja, wir sind da hinten. Ich muss da ganz schön hoch gehen, um an die Wand zu kommen. Von ihm? Was will ich damit sagen? Ach so. Ja. Okay. Perfekt. Naja, dann ist das halt erstmal so. Gut, liebe Leute, also schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr von dem Quiz Friday haltet oder wie auch immer. Ja, hier ist soweit eine gewisse Zustimmung. Wir können es ja mal ausprobieren und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Ciao. In diesem Sinne, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss. Ja, und einen feurigen Tag noch.